So Leute, weiter geht's mit Golfschanze Part 3, glaube ich, mittlerweile. Haben wir uns jetzt schon durchgequält hier. Jupp, kommt ein Ladebildschirm. Hätte ja vorher noch durchgehen können. Konnte ich aber nicht wissen. So geil, wo sind wir? Aha, hier knallert irgendwo. Da ist keine Tür zum Öffnen. Ach, guck mal, die haben die Türen mehr oder weniger markiert, die man nicht öffnen kann. Gehen wir einfach auf. Kein Knopf. Was ist das denn? Ein bisschen Wurst. Die Wurst sieht ja fast schon gut aus. Schwer vergammelt irgendwie. So, ich bin jetzt hier irgendwo in der Kapelle. Wer bist du? Wo wartet ihr? Halt! Sollen die umliegen? So, der Köter ist weg, der von neuem. Wer bist du? So, wir hatten hier noch was gesagt. Hier, irgendeiner hat da gerade noch gelabert. Ich stehe hier oben, oder? Oder hat der Hund mit mir geredet? Würde mich auch nicht wundern in dem Spiel hier. Echt, ne, hör doch auf, du, ey. Oh, ja, okay, mal ein Gewehr. Scharfschützengewehr. Dann tun wir das auch mal benutzen, tun am sein. Nicht wahr? Irgendwie ist es ja schon wohl. Wo sollen wir den Kack doch mal auf hier? Der raus? Ey, ich glaube, der kommt nicht mal raus, dieser Idiot. Hey, wie kommst du her? Ja, die fressen alle dasselbe hier, seht ihr? So, kommen wir hier durch. Ach, so spannend. Ihr merkt, ich bin unheimlich mit Elan dabei. Das hier. Das ist ein Lichtschein. Einfach so. Okay. Gut. Kann ja nicht öffnen. Kommt hier noch einer? Hier wird jetzt einer sein, denke ich mal. Griechische Vase. Oder so ein Weingefäß. Ja. Die Deutschen, die hatten damals schon immer Geschmack. Oder schon auch Geschmack, so. Das ist er! Moonhit, Bro. Wieso ist die Waffe jetzt weg? Hatte ich nicht eben gerade ein paar Schuss? Ein mehr Schuss? Der sammelt nichts ein, was ist das denn? Sammelt er sie jetzt ein? Wo geht's weiter? Ja, wo geht's weiter? Halt! Irgendwo in den Katakomben hier. Oh Gott, wenn ich daran denke, es gibt 20 Missionen hier und davon habe ich das jetzt wie viel? 5? Stehen bleiben! Nicht bewegen! Ne. Zu ja, tough, die Jungs, sie halten viel aus, ihr seht ja. Mann, Gott, ist das langweilig. Ne, echt jetzt, ey. Ich kann mich nicht entsinnen, wann ich so zuletzt so ein langweiliges Spiel gespielt habe. Was zum Teufel? Ja. Komm jetzt zum Schuss von hinten. Scheiß, sammeln wir auch noch ein.
So, ich werde vorher aber noch kurz speichern, weil ich mir ständig abkacke das Spiel. Oh, nochmal. Escape, ja, genau. Wieder speichern. Oh, mein Gott, das ist ja spannend, echt. Still bleiben oder ich schieße! The fuck? Ja, echt taffen Mantel an. Auf jeden Fall. Ey. Den Plakat angucken. Aha. Na klar. Gutes Spiel hat noch ein amerikanisches Plakat da hängen. Denn die Deutschen sind ja auch irgendwie Amerikaner, ne? Das sind wieder alle. We all living in America. Das ist eine schraubige Steuerung, ey. Nee, muss auch nicht weitergehen. Also hier lang. Jetzt um die Ecke gucken und dann ist da bestimmt einer, wa? Was für eine. Oh. Die Musik lauter wird, wenn nur irgendein Krüppel hier mal vorbeikommt, da. Hände hoch! Gut. Ja, im Prinzip macht man hier das immer gleiche und immer mehr oder weniger denselben Orten hier. In der Rumpelkammer. Kann man hier rein, irgendwie hochspringen? Nee. Den ganzen Scheiß hier reingestellt. Aber offensichtlich muss man hier durch. Ja, guck mal auf die Wand, das ist cool, ne? Ja. Das ist beschissen, ey. Das Witzige ist halt auch, man kann die Dinge halt nur zertreten, ne? Man kann sie einfach nicht kaputt schießen. Deutsche Genossen und Genossinnen, ich weiß nicht, dass wir hier schon auf mein Leben ein Attentat geplant und durchgeführt wurde. Wenn ich euch heute zu euch spreche, dann mache ich das aus zwei Gründen. Erstens, damit ihr meine Stimme hört und wisst, dass ich am Leben bin. Zweitens, damit ihr etwas mehr über die Verbrechen erfahrt, von denen es keinesgleich gibt. Der klingt wie so ein junger Erich Honecker oder irgendwie sowas. Oh Gott. Eine kleine Gruppe selbstsüchtiger, gewissenloser und gleichzeitig verbrecherischer Daumenoffizier. Ey, ihr habt das schon bei Hitler gehört, ne? Ey, so hat er nie geredet. Um mich zu beseitigen und zusammen mit mir. Und zusammen! Die Bombe, die mir der Oberstgraf von Stauffenberg untergeschoben hat, ist 2 Meter rechts von mir explodiert. Ich bin ganz heil nur mit einigen kleinen Kratzern, blauen Flecken und Verbrennungen davon gekommen. Ich nehme das als Bestätigung meiner Aufgaben an, aufgetragen von der Vorhersehung, um mein Lebensziel weiter realisieren zu können, so wie ich es bisher getan habe. Das trifft ja gar nicht. Was für eine Scheiße. Also, die Synchro ist immer der letzte Müll hier, echt. Was zum. Wie sieht auch, die Gegner sind relativ komisch, weil die erstmal noch irgendwas labern. Und was für ein riesiger Schlüssel! So wie bei Super Mario irgendwo. Wie sieht auch, die labern halt unheimlich viel erstmal, bevor sie überhaupt losschießen. Deswegen hat man. Relativ gute Chancen, auch ohne Cheat. So, ich schätze mal, ich muss jetzt auf die andere Seite da. Weil da ist ja auch noch ein Türchen. Ich schieße auch noch ein Türchen. Da kam ich von hier. Das Ding geht einfach nicht auf. Wieder kein Knopf dran. Sparmaßnahmen im Reich. Diese Blüte mit diesen Türen. Das ist echt Wahnsinn. Hoppala. Geht auch nicht auf. Das Ding wird ja wohl aufgehen hier. Ergib dich! Du bist
zum Rückt! Hände hoch! Gleich! Wohin gehst du? Guck euch das an, ey, wo kommen die alle her? Die kommen einfach aus dem Nichts, werden runtergebeamt hier oder was? Dieses Plakat, da war ich doch schon, oder haben die einfach immer dieselben verwendet hier? Gott, was für ein Scheiß. Ja, jetzt wird man halt für sie noch. Ja, ich bin doch schon rübergegangen. Dieses tumpe Pfupp soll der Indikator sein dafür, dass man getroffen wurde, glaube ich. Ich kann jetzt auch nicht, das ist für mich auch alles relativ gleich, aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier schon war oder nicht. Oder was auch immer. Die Bitmap einfach so raufgeklatscht hier. Die haben alle keine Waffen mehr hier. Guck mal, die sehen auch alle gleich aus. Das ist Stanislav hier, ne? Oh Mann. Das klingt auch ständig, als würde einer klopfen und nicht schießen, oder? So. Dann müssen wir hier rein. Da gibt's noch was. Ein bisschen durch die Gülle da schwimmen. Das ist er! So machen die eigentlich Räume, in denen man nur durchgeht und wo gleich die, gegenüber die nächste Tür ist, damit man da durchgeht. Das ist vollkommen bescheuert. Nächstes Kapitel, ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt sind, ich glaube die siebte oder irgendwie sowas. Gott, ey, wenn ich daran denke, dass es noch 20 gibt, ja. Da wird mir schon ganz übel. Ich bin in irgendeinem Schloss hier. Gut, machen wir hier erstmal Pause. Oder, ach komm, 5 Minuten machen wir noch. Fuck! What the fuck, hier war ich doch gerade, oder? Ich sag, hier sieht alles gleich aus. Du weißt gar nicht, wo du hin musst. Steht da. Ich schätze, man muss dieses chemische Gebäude. Hier wieder Hühner. Oh. Komm, die nutzen wir einfach mal. Wenn irgendein Gegner kommt, schmeiß die scheiß Handgranate hier. Die Stabgranate. Aha. Ja, wie kommen wir jetzt hier? Muss irgendwo reingehen. In den Puff hier. Oh Mann, ey. Mir fehlen hier echt die Worte, ja. Jetzt muss ich wieder zurück, oder was? Ich kann nicht zurück, was, wo... Wow, fuck. Jetzt will ich diese Granate schmeißen hier. Was ist das denn da? Nix. Als würde man auf wässrigen Holzplanken laufen. Ah, man muss hier durch, okay. Spannend. Jetzt schwimmt hier gleich einer. Oder wer macht.
Und man schwimmt ja nicht mal, man lacht hier einfach nur so. Aber kommt dann so tief vor, ne? Oh Gott. Ich schmeiß jetzt direkt den in die Fresse hier. Verdammter Hund! Okay. Die überleben. Das ist er! Ey, was ist das für ein Scheiß? Das ist. Das ist ey, wie viele. Echt. Wie viele Kämpfer überleben Granatenangriffe, ja? Direkt in deren Gesicht. Wie viele? Warum Eckhart Cheat, weil die ja teilweise so dämlich sind. So, jetzt muss ich hier wahrscheinlich irgendwie hochspringen und dann pop. Tatsächlich, ich kann einfach hochspringen. Einfach so. Oh Mann, ey. Die Krippe sammeln wir jetzt noch ein hier, dann ist mal Ruhe hier. Komm weg. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, und zwar so viel wie mir. Also, ja, was soll ich sagen, fällt echt nicht rein. Wir sehen uns zur nächsten Folge, falls ihr das echt noch aushaltet, weil ich weiß nicht, ob ich das noch weiterspielen kann. Ganz im Ernst. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Wer das Spiel haben will, ich verschenke das. Echt, ihr müsst nur das Board übernehmen. Ja. Wer mich als erster anschreibt, also nicht in den Kommentaren bitte, sondern wer mich als erster anschreibt, der kriegt dieses Spiel. Ich schicke euch das. Echt, ihr könnt das haben. Das war echt noch im guten Zustand. Also, wie gesagt, dann bis zur nächsten Runde.